König der Besessenen, legendäre Edition für 57,99. Ja, aber ich glaube, das ist die komplette. Es gibt nämlich dann noch eins für 29 Novas. Es ist aber nicht die komplette Edition. König der Besessenen. Ist das nächste große Abenteuer? Ja, das ist die legendäre, genau. 57,99. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube ja. Komisch, gell? Nein, Hotspot, das mache ich nicht beruflich. Das Holmer DLC hat 15, glaube ich, auch gekostet, oder? Ich kann nicht nachschauen, ich kann es dir nicht sagen. Ich hab's ja, das kann nur der Klaus machen. Der kann es uns sagen, was kostet. Ich mache es nicht beruflich. Nee, das ist das Holmer. Ich hab's schon. Also halt, na, das ist nicht Video, das wollte ich nicht. Das ist nicht billig. Nein, das ist Holmer DLC. Was ist das? Holmer. Ja, das ist gleich blind. Das ist der gleiche Preis danach. So, wie ist denn der Preis da?
JCB, ja. Es ist ein englischer Hersteller. JCB. Kommt Birmingham. Kommt aus Birmingham. Tja. Tja, gewisse Sachen weiß man. Klaus, das ist. Früher hat mein Opa immer gesagt, das ist Allgemeinbildung. Nee. Du kannst nur sagen, man muss nicht alles wissen. Aber ich habe auf der Homepage habe ich mir mal ein bisschen umgeschaut bei JCB. Macht ja nichts, dafür lernst du es ja da in dem Spiel. Nicht viel, nein. Du wirst lachen, ich hab ja in München ausgebildet eine Zeit lang und bin mit Überlandfahrt mit einer an der Kurve vorbeigefahren und die hat eiskalt gesagt, wie ist die nicht lila? Ich meine, die hören nicht richtig. Da haben wir. Oh, der 17er wäre cool. Ja, kommen die 2,5 Monate da. So, der Preis gefällt mir noch nicht. Da warten wir noch. Erstmal außen die Zeit. Fünfundvierzig. Und der Überlader hat 35.
So, bin gleich wieder da.